Oh, hallo, heute gibt es mal wieder ein neues Video, sogar mal unter der Woche, weil ich jetzt eigentlich Urlaub habe und endlich mal auch ein bisschen Zeit, mal mehr Videos aufzunehmen, beziehungsweise ich habe jetzt mal vor, die Woche zwei, drei Kolonien mir einfach vorzustellen. Und heute ist erstmal die Wahl jetzt hier auf meine Campanotus cf maculatus gefallen. Gehen wir mal ganz kurz hin, dass man so sieht. Hier sitzt gerade nämlich ein schöner, ja, Media Major. Da kriegt man nicht nur scharf. Ganz kurz. Genau. Also hier die Kolonie von Campanotus cf maculatus habe ich vor einem guten, meine, 2 Jahren, anderthalb, zwei. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich sie jetzt schon hier habe. Ich habe die Tiere mit guten 100 Tieren, 100, 150 Tieren bekommen. Hatten zuerst hier ein kleines Nest. Habe ich mir gedacht, okay, Campanotus wird gutes Jahr heben. Aber die sind von Zahlen her oder von Tieren her sind eigentlich ziemlich schnell explodiert. Jetzt habe ich gut weit über 1000 Tiere, 1500, 2000, denke ich mal. Aber können wir gleich ins Nest schauen. Und zuerst schauen wir uns mal die Tiere ein bisschen genauer an. Also sind hier schön, sieht man auch, schönen Polymorphismus haben sie. Na, hier tragen sie gerade eine Tote weg. Na, vielleicht mit Licht kriegt man es vielleicht besser hin. Genau, haben einen schönen Polymorphismus. Kann man den hier ärgern? Hallo. Schöne orangene Färbung. Und machen wir mal ganz einen kurzen Blick ins Nest. Dann seht ihr, was ich meine. Hier im zweiten Becken ist ein bisschen mehr los. Also vom Becken her. Also Nachwuchs haben sie eigentlich ohne Ende. Wie gesagt, hat mich ganz arg verwundert. Ich kenne das eigentlich nur von manch anderen, von Nicobarensis zum Beispiel da drüben und so weiter. Aber ich hätte nie gedacht, dass sich die Maculatus auch so schnell vermehren. Hier ist mal ein Teil vom Nest. Wenn wir es noch scharf kriegen. Genau hier mit jeder Menge Brut, Puppen ohne Ende. Dann, wenn wir auf die andere Seite schauen, selbiges Spiel. Hier auch, sie lagern die Puppen stapelweise eben auf beiden Seiten. Und aber auch eben hier im anderen Nest. Sein normalerweise hier zwischendrin. Genau hier. Auch Brot ohne Ende. Also von Zahlen her. Ich habe mich mal anfangs gefreut, wenn ich hier, wie man hier sieht, so einen Major rumrennen sehe. Mittlerweile gibt es da auch unzählige von ihnen. Hier auch wieder Brot, Brot, Brot. Ich guck mal auf die letzte Seite noch. Hier sollte man nicht mal weniger sehen. Aber hier auch eigentlich, wie man sieht, hier ist eher die Müllseite. Ist das Nest eigentlich schon fast wieder zu klein. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich hier auch bei den Tieren, sieht man auch hier oben und so weiter, leichte Schimmelprobleme aus. Ich habe jetzt im Moment hier die Becken offen stehen, weil ich gerade zu Hause bin. Normalerweise haben sie hier immer die Deckel oben drauf. Ich habe ein leichtes Schimmelproblem, beziehungsweise eher das Problem, wenn ich keine Deckel drauf habe, ich könnte eigentlich hier Ausbruchschutz habe ich jetzt heute auch wieder neu gemacht. Eigentlich sonst bei Ihnen müsste ich mindestens alle 2, 3 Tage den Ausbruchschutz erneuern, weil öfters habe ich dann hier einige Tiere, die sonst in der Wohnung rumrennen. Selbst mit Deckel schaffen sie es hier, sich dann eben am Deckel entlang, hier außenrum ist nochmal Paraffinöl, unten ist nochmal Paraffinöl drauf. Relativ schnell dann immer schaffen es ein paar Arbeiter auszubrechen. Kleine Anekdote bei meinem Umzug, als ich hier umgezogen bin, hatte ich die Kolonie mal eine Woche lang im separaten Raum stehen. Und dann habe ich dann bei meinem Umzug gesehen, dass ich einige, ja, 100, 150, 200 Tiere bei mir in der Wohnung rumrennen hatte. Aber wie man sieht, eben nachwuchstechnisch schaut ja alles gut aus. Genau, jetzt wegen Schimmel und so weiter, wie gesagt, ist immer so ein Zwiespalt im Moment hier. Ich habe hier die Runden auch mit den Feingitter drauf, am Einbecken und so weiter. Das ist immer die Sache. Eigentlich sollte ich so offen stehen lassen, damit ich nicht so Schimmelprobleme habe. Andererseits, wegen zwecks Ausbruchschutz, sollte ich eigentlich immer einen Deckel drauf haben. Pläne jetzt hier für die Campanotus maculatus ist eigentlich hier bei meiner Seite, dass sie jetzt dann eh bald, ich denke mal Richtung Herbst, kriegen sie hier eh ein großes 60er Becken noch. Dann wandern die zwei Becken hier nach unten und dass sie da einfach mal mehr Platz haben. Ich denke mal dann, die Lust auszubrechen wird dann einiges weniger. Zwecks Haltung jetzt noch an sich.
muss ich sagen, ziemlich einfach. Schöne Tiere. Ich glaube, der René hat sie, oder MyAnts, sagen wir es mal eher so, hat sie eigentlich mittlerweile auch gerade öfters im Shop drin stehen. Sobald man eben ein paar Tiere hat, laufen sie eigentlich ganz von alleine. Halt Wasser, Zuckerwasser, ich habe jetzt hier immer in beiden Becken drin. Von Protein her, jetzt sind sie hier einen Teil von einem Heimchen noch liegen lassen. Hier fütter ich immer so, die Kolonien bekommen bei mir wirklich vier Heimchen alle 2, 3 Tage. Ja, jetzt sieht man mal den Major schön. Vier Heimchen alle 2, 3 Tage und das machen sie auch weg. Jetzt nicht wundern, warum jetzt gerade im Moment nur wenig in der Arena hier los ist. Sie sind eher dämmerungsaktiv. Sprich, wenn es außen dann eher dunkel wird, fangen sie an, nach außen zu schwärmen und dann ist wirklich die Arena komplett voll mit Tieren. Aber machen wir nochmal einmal einen Schritt rüber. Schauen nochmal hier unten rein. Eben. Das Licht sollten wir wieder anmachen, damit man was sieht. Wie ihr hier seht, also der Kolonie geht's wirklich gut. Aber wie man hier sieht, eben, was ich euch erzählt habe, hier ist Schimmelproblem, hier unten ist schon ein bisschen Schimmel dran und so weiter. Hier. Und da werden sie von mir bald eben Richtung Herbst, ein schönes großes 60er Becken, da habe ich auch erst wieder die Zeit, mal ein Becken zu bauen. Ist nämlich eine Sache, so ein großes Ytong-Nest-Becken, das brauche ich ungefähr 1, 2 Wochen, bis es ungefähr fertig wird. Das sieht man hier schön. Eben. Hier auf der Seite genauso. Gut, dann hoffe ich euch, ja, war ein bisschen spontan jetzt das Video. Ich hoffe, ihr habt genug Neues drüber gehört oder irgendwas nach. Habt ihr Fragen zu den Kolonien oder gerade spezielle Fragen hierzu? Das ist eher, glaube ich, immer geschickter, bevor ich dann wieder mir irgendwas versuche aus dem Kopf rauszuziehen. Schreibt mir doch einfach einen Kommentar und dann kann ich euch auf die speziellen Fragen oder auf die genauen Fragen auch mal ein bisschen genauer eingehen. Jetzt hier von Nesten her sind es einfach ganz normale Ytong-Nester, wie bei mir viele andere auch. Genau, alles klar, dann danke fürs Schauen und ich denke mal, ja, die Woche werden noch zwei weitere Videos kommen. Tschüss!